Hallo und herzlich willkommen. Ich bin der Philipp von historyheroes.de und das ist meine Geschichte. Ich möchte euch heute gerne etwas über die Burg Hohenurach erzählen, was ich sehr spannend finde. Zunächst möchte ich euch etwas über die Geografie, dann etwas über die aktuelle Situation und anschließend etwas über die Zeit im Dreißigjährigen Krieg erzählen. Die Hohenurach gehört zur Stadt Bad Urach. Diese liegt südlich von Stuttgart und ist ca. 46 Kilometer entfernt. Der Hohenurach liegt etwa 1 Kilometer vor den Toren von Bad Urach auf einer 250 Meter hohen Anhöhe und ist gut ausgeschildert. Besucher sind bitte gewarnt, denn dort oben gibt es weder Bewirtung noch Toiletten. Diese gibt es am benachbarten Wasserfall. Die Route dorthin führt euch wahrscheinlich über die B27 und ist nicht sonderlich schön. Allerdings müsstet ihr an Metzingen vorbeikommen, welches einlädt zum Shoppen. Wer also noch einen Anzug braucht, sollte dort unbedingt Stopp machen, denn dort soll es wohl noch das eine oder das andere Schnäppchen geben. Die Hohenurach ist verfallen. Wer heute dorthin geht, findet nur noch teilweise erhaltene Gemäuer und Bauschutt vor. Das liegt darin, dass die Burgruine im Jahr 1761 aufgegeben wurde und anschließende Abbrucharbeiten eingeleitet wurden. Seit 261 Jahren verfällt also das gute Stück Geschichte, die aber jedoch sehr spannend waren und die ich euch nun in Teilen vorstellen will. Die Burganlage selbst entstand irgendwann zwischen 1030 und 1050. Bauherren selbst waren die Grafen von Urach, die ihrerseits Würzburger waren. Im Jahr 1428, ca. 400 Jahre später, fanden die ersten grundlegenden Umbauten statt. 1490 ließ Eberhard V. seine wohl unter Geisteskrankheit leidenden Verwandten Heinrich von Württemberg verhaften und in der Burg unterbringen, bis dieser 1519 verstarb. 1535 bis 1555 wurde diese zur Landesfestung ausgebaut. Dann brach der Dreißigjährige Krieg aus und erreichte Urach. Diesen Teil zitiere ich nun aktiv aus der Wikipedia. Für die, die es interessiert, in der Videobeschreibung findet ihr natürlich den Link dazu. Kurz nach der Schlacht bei Nördlingen wurde am 30. August 1634 der sächsische Oberstleutnant Gottfried Holzmüller auf Befehl Bernhard von Sachsen-Weimars mit 150 Dragonern nach Urach verlegt. Zu dieser Zeit war der württembergische Hauptmann und Uracher Forstmeister Georg Albrecht von Bettendorf mit seinen 50 Mann starken Landwehr Kommandeur der Burg. Als der kaiserliche Obrist Walter Butler mit seinen Dragonern verstärkt durch zwei zusätzliche Regimenter der Stadt die Stadt umschloss und die Wagenburg bei Dettingen an der Erms erstürmte, begann am 21. Oktober 1634 die Belagerung der Stadt. Bettendorf büßte bei den Kämpfen im Ermstal neben 94 Dettinger Bürgern 30 seiner Leute ein und musste die Kommandantur an Holzmüller, der ihn befehlsmäßig kaltgestellte, abgeben. Holzmüller schätzte Bettendorfs Landwehr ohnehin gering, denn wie jener später an Herzog Eberhard berichtete, habe er diese nicht gebrauchen können. Nach 12-tägiger Belagerung musste Holzmüller der Übermacht weichen und floh mit seinen Getreuen, einigen hochrangigen Stadtbeamten und der Stadtkasse im Gepäck auf Hohenurach. Walter Butler wurde zur Belagerung Schondorfs abkommandiert. Die Kaiserlichen zogen neue Kräfte heran. Mit Balthasar Mora begann die systematische Blockade der Festung. Insgesamt 2154 Soldaten quartierten sich in den Dörfern ein. Für die Bevölkerung begann das größte Leid, denn Holzmüller war fest entschlossen, die Festung, die von der Reichsstadt Ulm versorgt wurde, bis auf den letzten Mann zu verteidigen. Um Nahrung und Munition zu erbeuten, unternahm er wagemutig Ausflüge, die ihn bis auf die Filtern führten. Überall wurden Geiseln genommen und von der Bevölkerung hohe Ranzisionen erpresst. Schließlich versank das Dorf Upfingen, das die Getreidelieferung verweigerte, in den Flammen. Doch langsam gingen die Nahrungsvorräte zur Neige. Am 15. April 1635 schloss sich der benachbarte Hohenleufen der Ulmer Expedition an. Deren Ziel war es, 60 Zentner Mehl durch den kaiserlichen Blockadering zu schleusen. Angeführt wurde sie vom Ulmer Hauptmann Martin Sperbitz. Mit seinen 50 Dragonern erschien
er verstärkt durch 30 Neufner Musketiere vor Hohen Urach. Durch ein verabredetes Zeichen fiel Holzmüller mit den Seinen gleichzeitig aus. Es begann ein hitziges Gefecht zwischen Holzmüllers und Sperbitz Truppen einerseits und den Bergfuß verschanzten Kaiserlichen. 35 kaiserliche Soldaten wurden dabei getötet und die restlichen aus den Schanzen vertrieben. Holzmüller und Sperbitz verzeichneten selbst keine eigenen Verluste. Jedoch verlor Holzmüller durch einen Schuss ins Gesicht sein Augenlicht. Erst als sich der Prager Frieden im Mai 1635 abzeichnete, begannen die Kräfte der Verteidiger allmählich zu schwinden. Der verletzte Holzmüller übergab das Kommando seinem Bruder, dem Fähnrich Johann Holzmüller. Am 10. Juli schlug sich Gottfried mit 30 Mann erfolgreich nach Neufen durch, wo ihn der württembergische Hauptmann Johann Philipp Schnurm jedoch abwies. Nach einer ungemütlichen Nacht auf der Grabenbrücke zog Holzmüller nach Ulm. Neben Nürnberg entschlossen sich weitere protestantische Reichsstädte zur Kapitulation. Zudem eröffnete Anfang Juli Württembergs zweitstärkste Bergfeste Hohenasperg ihrerseits Übergabeverhandlungen mit dem Feind. Und da von Herzog Eberhard in Straßburg keine Hilfe zu erwarten war, ergab sich am 24. Juli 1635 die hungernde Besatzung Hohen Urachs und zog mit Untergewehr ohne Bagage, jedoch mit großem Elan und zäher Ausdauer ab. Während man sich hier also ehrenvoll ergab und bis Ulm sogar kaiserliches Geleit erhielt, waren Schnurm und Konrad wiederholt weiterhin zum festen Widerstand entschlossen. In die Burg Hohe Urach wurde eine kaiserliche Besatzung, die halbe Kompanie des gallischen Leutnants Weißweil, gelegt, die durch ihr gutes Betragen den Dank der Uracher Bürger erwerben konnte. Doch mit der friedlichen Koexistenz zwischen Besatzern und angestammter Bevölkerung war es bald zu Ende, als Graf Otto Reichstruxes von Friedberg-Scheer das Oberkommando der Festung erhielt. Graf Otto war überdies Obervogt der Pfandschaft Achalm geworden, einem Herrschaftsverbund, der erst kürzlich vom württembergischen Mutterland getrennt und an Vorderösterreich Tirol angegliedert worden war. Diese Gebietsübertragungen führten zwischen den württembergischen und Tiroler Beamten in Urach und Vullingen zu ständigen Streitigkeiten um die Forstrechte und Abgaben. Es kam zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen. Amtsleute wurden entführt und misshandelt. Bei Überfällen durch riesige Forstleute gab es sogar Todesopfer. Die Uracher Bürger setzten deshalb alle Hebel in Bewegung, den kaiserlichen Leutnant Weißweil länger behalten zu dürfen. Sie verfassten ein Gesuch an Oberkommissar Bäuerlin in Heilbronn, das jedoch abgelehnt wurde. Das Regime Graf Ottos hauste greulich. Streifende Reiterhorden verwickelten die gesamte Bauernschaft in einen Kleinkrieg. Der Graf selbst versuchte sich mit eigenen Freikorps und bildete damit einen Gegenpol zu Konrad wiederholt, der vor allem den Hauptort der Pfandschaft Fulling mit ständigen Überfällen tyrannisierte. Im Jahre 1646 zog Friedberg Scheer drei Wochen lang 30 Fröner aus den Uracher Amtsflecken zum Ausbessern der Gewerke und Schlagen von Palisaden heran, ehe der Terror endete. Friedberg Scheer wurde abgesetzt und übergab die Festung an den bayerischen Hauptmann Johann Schabinger. Nach dem Friedensschluss erfolgte im September 1649 der Abzug der Bayern. Burg Hohen Urach und die Pfandschaft Achalm kamen an das Herzogtum Württemberg zurück. Herzog Eberhard stellt Schabinger bei seiner Entlassung ein glänzendes Zeugnis aus und rühmte besonders dessen Gerechtigkeit und bestes Einvernehmen. Bürger Urachs stellten nun den Antrag, die Festung zu sprengen und mit Feuer zu ruinieren, denn die Burg war in ihren Augen ein ständiger Unruheherd. Doch anstatt des Abbruchs wurde Hohen Urach von 1663 bis 1669 durch Eberhard grundlegend instand gesetzt und erhielt sogar noch eine Erweiterung durch Außenwerke. 1694 wurden Teile der Burg durch einen Blitzschlag in den Pulverturm des großen Zwingers zerstört.
Die Burg verlor an militärischen Wert und fand bald nur noch als Gefängnis Verwendung. 1761 gab man die Festung schließlich auf. Ein Teil der Burg wurde daraufhin für den Neubau des Schlosses Grafenegg abgebrochen. Auch hierfür wurden Fronarbeiter aus den Dörfern herangezogen und die Feldarbeit vernachlässigt. Die Abbrucharbeiten, die im Sommer 1765 begannen, schritten schnell voran. Dachziegel und anderes Baumaterial wurde eilends mit Pferde- und Ochsenfuhrwerken nach Grafenegg geschafft. Alles Eisenwerk, zum Beispiel eiserne Türen, Tore und Gitter, Öfen, Kessel, Kanonen, kaufte der Besitzer des Uracher Eisenhammers, der Kommerzienrat Friedrich Reinwald, auf. Reinwald übernahm auch die scharfe Munition. Er legte diese zunächst in das fließende Wasser der Erms ein, weil er glaubte, das Pulver würde dadurch ausgeschwemmt oder zumindest durch die Nässe unschädlich gemacht. Als er dann aber nach einigen Jahren die Munition einschmelzen wollte, erlebte er eine unliebsame Überraschung. Die Bomben und Granaten gingen los, zerschlugen und stürzten die Schmelzöfen ein, schlugen Wände, Fenster und eiserne Gitter aus. Zwei Hammerschmiede wurden bei dem Unglück sehr schwer verletzt. Nach dem Ende der offiziellen Abbrucharbeiten brachen Uracher unberechtigt jahrzehntelang noch brauchbare Steine aus den Festungsmauern heraus und durchwühlten den Abbruchschutt nach behauenen Steinen. Die letzten offiziellen Abbrucharbeiten datierten aus dem Jahr 1815, als man für den Bau des zum Rutschenhof gehörigen Fohlenstalls einige Partien einriss und zum Baumaterialien abtransportierte. Zwischen 1860 und 1870 ließ Philipp Freiherr von Hügel, der Leiter der Uracher Forstamts, die von Gestrüpp eingewachsene und dadurch nahezu unzugängliche Festungsruine so herrichten, dass sie von Touristen gefahrlos besucht werden konnte. War das nicht spannend? Dieses ständige Hin und Her hat mich wirklich beeindruckt. Wenn ihr nämlich dort oben steht, denkt ihr euch das gar nicht. Ihr erahnt rein nichts von diesen Ereignissen. Mich hat dieser Artikel doch sehr beschäftigt im Nachgang, als ich meine Fotos nochmal betrachtet habe. Schreibt euren Eindruck doch einfach in die Kommentare und lasst einen Daumen da, falls es euch interessiert hat. Lebt wohl und bis zum nächsten Video. Euer Philipp.